Also heute ist der 9. Juni. Wir sind, wie man sehen kann, im Herzoglichen Museum. Und ich hatte so das Gefühl während der Pressekonferenz, die wir gerade erlebt haben, dass dieser 9. Juni ein ganz besonderer Tag ist. Nicht nur deshalb, weil, wie Sie sehen, hinter den beiden, hinter Michaela Barschewitsch, der Intendantin von der Philharmonie, und Dr. Tobias Pfeiffer-Helke, dem Chef des Hauses, dem Direktor der Friedenstein-Stiftung, dieser Altar ist sehr sinnbildlich für das, was da gerade passiert ist. Wenn man so will, Sie haben sich nämlich heute als Ja-Wort gegeben, öffentlich. Ja-Wort insofern, dass Sie beide was ausgeheckt haben, sich einfallen lassen, was ganz besonders ist. Es gab ja schon Dinge, die man miteinander getan hat, aber jetzt hat es eine neue Qualität. Frau Barschewitsch, erklären Sie doch bitte mal, welche neue Qualität ist es? Ja, vielen Dank. Ja, wenn es symbolisch ein Ja-Wort sein soll, Wir waren hier alle Zeugen, ja, also ich bitte Sie. Ja, das ist. Das nehmen wir gerne so zur Kenntnis. Wir suchen miteinander neue Wege. Wir haben neue Wege auch schon gefunden und wir wollen neue Wege, auch noch neue Wege beschreiten. Und die Kooperation, die wir miteinander gestalten wollen, hat unterschiedliche Ebenen, von kleineren Projekten bis hin zu großen Friedenstein Open Air Konzerten, die wir gemeinsam in einer Kooperation gestalten, und wollen natürlich dadurch diesen wunderbaren Standort, aber auch unsere Stadt Gotha, die nötige Beachtung, die notwendige Beachtung und den Glanz dieser Stadt nochmal unterstreichen und mit gemeinsamen Kräften diese Stadt auch mit neuem Leben füllen. Nun ist es ja seit mehr als 300 Jahren so, dass das Schloss Friedenstein immer eine Hofkapelle gehabt hat oder meistens eine. Den Status der Hofkapelle in dem Sinne werden Sie ja nicht erfüllen, aber vielleicht können Sie mal erklären, wie diese Kooperation enger jetzt funktioniert, also auch aus Sicht der Stiftung. Also ich würde mal noch ergänzen, also ich habe das Ja-Wort sehr gern gegeben. Ja, es ist jetzt nicht die schlechteste Partnerin, die Thüringen Philharmonie, das muss man mal ganz klar sagen. Es war mir eine große Freude. Für uns ist das eine ganz wichtige Kooperation, die auch sehr zukunftsfähig ist, weil wir uns natürlich auch Gedanken machen, beziehungsweise es ist natürlich auch unsere Aufgabe als bürgerliche Stiftung, wir sind für die Menschen da in allererster Linie. Wir wollen in die Stadt hineinwirken, wir wollen in das Land hineinwirken, wir haben die Aufgabe auch auf Bundesebene zu wirken. Und da ist natürlich unser erster Ansprechpartner, unser direktes Gegenüber, sind immer die Besucher, ist immer das Publikum. Und was gibt es schöner, als eben auch die Besucher einzuladen, in den Friedenstein zu kommen, in den Schlosshof und das eben mit einer Kooperation mit der Thüringen Philharmonie noch zu unterstreichen. Für uns ist es wichtig, dass wir die Veranstaltungen, die Programme, die es in Gotha geben wird, aufgrund auch der Komplexität und der Vielfalt der Angebote und der Themen, die wir jede Institution für sich in einem Jahr bearbeitet, dass wir die eng abstimmen und dass wir ganz gezielt auch Highlights herausarbeiten, damit die auch für die Menschen im Land und in der Region wiedererkennbar sind. Nun ist es ja so, dass die Philharmonie auch völlig neue Wege geht, was das Erfassen von neuen Ideen betrifft, wie man musikalisch sich präsentieren will, dramaturgisch sich präsentieren will. Sie hatten in der Pressekonferenz unter anderem davon gesprochen, dass man also alte Stücke von Bender wieder einspielen möchte und die dann zum Beispiel auch an den Orten, Bender hat ja hier in Gotha gewirkt, dann also auch hörbar machen will. Also eine musikalische Wanderung durch die Geschichte von Schloss und Philharmonie, kann man sich das so vorstellen? Ja, mit Sicherheit. Wir kommen vom Schloss, wir wurden hier gegründet und das ist auch der Ort, wo wir uns natürlicherweise auch zu Hause fühlen. Und durch unsere enge Abstimmung wird es mit Sicherheit auch zukünftig noch mehr Projekte geben, wo wir uns auf diesen Ebene treffen können und ergänzen können. Viele Kunstsammlungen, Bestände werden im Moment digitalisiert. Es wird ein Riesenbestand von unterschiedlichen Objekten geben, aber auch Geschichte, die neu erlebbar wird. Und die Musik ist natürlich, gehört auch zu der Geschichte des Schlosses. Viele der Herzoge haben komponiert, viele großartige Kapellmeister, die hier in Gotha gewirkt haben. Es gibt immer noch in den Archiven Stücke, die neu entdeckt werden können. Es sind alles Ziele, die wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren uns vornehmen wollen und wieder erlebbar machen wollen. Und wenn Sie Bender konkret oder
die konkreten Projekte, die jetzt projektiert werden, ansprechen. Ja, es gibt eine Ausstellung, die ab Mitte August im Schloss gezeigt wird. Diese Ausstellung ist dem Herzog August gewidmet und Herzog August hat auch Musik komponiert und er hat in diesem Fall Lieder geschrieben, die Karl Maria von Weber neu arrangiert hat für Harmoniemusik. Diese Lieder haben wir im Archiv in Coburg entdeckt, mit dem Archiv gesprochen und diese werden wir neu vertonen und es wird auch ein Videoteam, also ein Team wird es aufnehmen und dann wird es ein Teil eines 360 Grad digitalen Rundgangs am Originalort werden mit Originalmusik. Von wem ist eigentlich diese Idee zu diesem doch durchaus Bündnis, kann man schon sagen, für ein attraktiveres Gotha und ein weiteres Ausstrahlen der Stadt, von wem ist dieser erste Impuls gesetzt worden? Also es gab ja immer schon bilateral Beziehungen und es gibt natürlich auch selbstverständlich eine sehr enge Kooperation und eine sehr enge Zusammenarbeit. Aber die Idee über ein Friedenstein Open Air, über ein Friedenstein Festival vielleicht auch perspektivisch nachzudenken, dafür ist federführend Frau Bacevic auch anzusprechen. Sie bringt einfach auch diese Energie und diese Lust, auch diesen Gestaltungswillen in diese Diskussion mit ein. Über diese Energie und über diese Lust und über diese Freude, diesen Standort auch weiterzuentwickeln, da trifft sie bei mir auf offene Ohren, weil natürlich auch wir vor den großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stehen und auch überlegen müssen, wie entwickelt sich unsere Stiftung weiter? Also welche Aufgaben haben wir eigentlich in der Öffentlichkeit und wie erreichen wir auch ein breites Publikum? Und da habe ich den Eindruck sofort gehabt, dass wir da auf einer Wellenlinie schwimmen und dass wir uns da sehr gut verständigen, austauschen können und dass es sehr viele Effekte auf beiden Seiten geben wird. Und deshalb bin ich auf diese Idee natürlich sofort eingegangen und wir treffen uns jetzt regelmäßig und diskutieren weiter, wie wir dieses Konzept auch ausbauen können. Nun heißt ja das große Sommerprogramm Friedenstein Open Air, also nicht mehr Schlosshof Open Air, sondern das ist ja nun schon ein sehr deutliches Zeichen, wenn man den Friedenstein vorne dran stellt. Es gibt eine Broschüre, die ist sehr umfangreich. Wir haben vorhin sehr viele Informationen von Ihnen dazu gehört. Wo gibt es diese Broschüre? Wo können die Leute sich die holen? Ja, die Broschüre werden wir selbstverständlich so umfangreich im Umlauf bringen, wie es nur geht. Die gibt es bei der Philharmonie, die gibt es bei der Stiftung Schloss Friedenstein. Die wird es natürlich in allen Vorverkaufsstellen geben. Die gibt es online zu sehen bei unserer Website. Natürlich kann man die downloaden und auch auf der Website der Stiftung Schloss Friedenstein per Post wird es versendet selbstverständlich und es wird auch an vielen Orten ausliegen. Abschließend, in Hotels zum abschließend Beispiel. Eine große Bitte. Jeder von Sie und Sie sagen mir bitte mal Ihren Favoriten für das Friedenstein Open Air, die Premiere. Was müssen Sie unbedingt sehen? Was dürfen Sie nicht verpassen? Sie müssen ja berufsbedingt wahrscheinlich immer dabei sein, aber was ist sozusagen das Herzblut wallen lässt? Soll ich anfangen? Ja, klar. Also muss. Ja, natürlich ist es eine Freude. Es ist so divers, dieses Festival diesmal oder dieses Open Air. Und es gibt wirklich fast jedes Wochenende gibt es etwas zu erleben. Und das war auch das Ziel, diesen Ort mit Leben zu füllen und dann auch so unterschiedliche, konzeptionell gedachte Veranstaltungen dem Publikum anzubieten, dass wirklich jeder für sich etwas finden kann. Für mich persönlich, ich habe sie konzipiert mit wirklich ganz viel Liebe zu allen Details und deshalb ist es sehr schwer, sich eins auszusuchen. Die sind alle. Sie natürlich kriegen jetzt Sie kriegen eine kleine Auszeit, können nochmal drüber nachdenken, da frage ich ihn, weil ja, ich entlasse bitte. Sie nicht ohne diesen Titel. Ich würde auch gerne noch was ergänzen, weil eben auch der Titel Friedenstein Open Air, der ist sehr wichtig. Und der zeigt auch, wie diese Kooperation sich mittlerweile so auch in den letzten Wochen, Monaten entwickelt hat. Weil auch wir innerhalb der Stiftung werden perspektivisch sehr viel stärker auch den Gedanken des Friedensteins nach vorn stellen, auch als außenwirksame Parole für die Region und darüber hinaus auch sehr stark machen. Es ist wunderbar mit diesem Spruch, mit dem Friedenskuss, der sich eben am Schlosseingangsportal befindet,
Frieden ernähret, Unfriede verzehret. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft dieses Standortes Gotha. Er ist aktueller denn je. Wir diskutieren, ich komme gerade vorhin, heute Vormittag hatte ich gerade ein Telefonat gehabt, da ging es um ein virtuelles Museum mit der Ukraine gemeinsam zu entwickeln. Und das ist ja nicht von ungefähr, dass man uns anfragt, ob wir daran auch teilnehmen. Also dieser Gedanke des Friedensteins, der ist ganz zentral, ganz wichtig, und den wollen wir auch weiterhin nach vorn stellen, um auch diesen Friedensgedanken und auch die Friedensbotschaft aus Gotha in die Welt hinein zu verkünden. Und wir sind natürlich Kulturträger und damit eben auch Friedensträger. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die mit diesem Standort verbunden ist. Und für mich ist es ganz klar, ich werde mir auf alle Fälle Tim Bensko anschauen, weil das ja hochinteressant ist, wie sich das dann im Schlossareal darstellen wird und vor allen Dingen, wie auch das Publikum reagiert. Also für mich ist es eigentlich ganz klar und gesetzt. Obwohl ich natürlich auch so von der Vorliebe eher einer anderen Musiksparte angehöre, aber das muss ich mir unbedingt anschauen. Wird bestimmt sensationell toll. Haben Sie sich entschieden? Der Friedensgedanke ist ein ganz wichtiger, und es gab eigentlich schon Überlegungen auch im letzten Jahr für Friedenstein Open Air, und diesem Jahr war das einfach eine logische Konsequenz. Es muss Friedenstein Open Air heißen. Wir sind hier an diesem Ort. Diesen Ort wollen wir der Welt zeigen. Und ja, das Thema ist natürlich aktueller denn je, und wir brauchen den Frieden. Und Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit, ist eine Sprache, die den Frieden schon in sich trägt. Und natürlich deshalb, alle Veranstaltungen sind eine Art Friedensbotschafter für uns alle. Deshalb, ich wünsche mir einfach bei allen Veranstaltungen, dass wir viele Menschen ansprechen, dass viele kommen, dass wir eine Gemeinschaft bilden, dass wir einfach gute Zeit miteinander und den Frieden gemeinsam an diesem Ort genießen. Mit dieser Entscheidung kann ich ganz gut leben. Das finde ich auch. Dankeschön fürs Gespräch. Danke.